Clevere Köpfe kommen vorbei. Unter diesem Motto lud die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 10. März zur 6. Weiterbildungsmesse ein. Insgesamt 24 Aussteller aus verschiedenen Bereichen der Ausbildungsförderung waren vor Ort, um die Besucher individuell zu beraten und zu informieren. Die Zielgruppe waren dabei vor allem interessierte Besucher, die schon über berufliche Vorerfahrung verfügen. Also der Kern der Angebote, die hier sind, ist die IHK-Aufstiegsfortbildung. Also richtet sich an Personen, die einen Abschlussberuf im Bereich der Industrie- und Handelskammern erworben haben und jetzt auf der Karriereleiter nach oben sagen, Mensch, ich will mich weiterentwickeln, ins mittlere Leitungsmanagement hinein oder vielleicht auch Führungsaufgaben zu übernehmen. Das sind also Meisterausbildungen im Kern, das sind die Fachwirte, das sind aber auch die Ausbildereignungsprüfung, die hier angeboten wird, ein ganz wichtiger Bereich für uns. Natürlich bei der Nachwuchssicherung, aber auch andere Angebote von Sprachangeboten über die Altenpflege bis zu eben gewerblich-technischen und industriellen Angeboten. Unter den Ausstellern war neben Institutionen wie dem Arbeitsamt, der IHK selbst oder der Investitionsbank auch die Firma Avacon. Karin Dombrowski, Ausbildungsleiterin bei dem Netz- und Energieanbieter, ist nicht zum ersten Mal bei der Messe dabei und sieht die Veranstaltung mehr als positiv. Wir sind jetzt zum 6. Mal, also wir sind von Anfang an dabei und ich kann das nur positiv begrüßen. Also ich sag mal, die Resonanz ist von Mal zu Mal ein bisschen unterschiedlich, aber in diesem Jahr haben wir festgestellt, war der Anspruch der Unternehmer ganz schön groß. Also wir hatten sehr viele Anfragen und ja, ist natürlich positiv. Die Besucher kamen dann auch zahlreich und nutzten jede Gelegenheit, sich zu informieren und vielleicht auch inspirieren zu lassen. Warum sind Sie heute hier? Aus beruflichen Gründen. Ich bin mit Teilnehmern hier, die ich betreue, damit sich meine Teilnehmer über Weiterbildungsmöglichkeiten informieren können und auch selber aus eigenem Interesse. Ich wurde zur besten Ehrung, sag ich mal, geehrt, habe denn jetzt ein Stipendium erfolgreich bekommen und interessiere mich für eine Weiterbildung zum Handelsfachwirt und wollte mich jetzt drüber informieren. Wie findest du das jetzt, die Messe, so, was du bis jetzt gesehen hast? Ja, also mein erster Eindruck ist, es sind total viele Aussteller da. Das lockt natürlich auch die Jugend, bin ich ganz überzeugt von. Und man kommt schnell ins Gespräch, ja. Haben Sie schon was gefunden? Ja, bei drei verschiedenen Sachen habe ich schon was gefunden. Es wird doch sehr spannend, mich dann zu entscheiden, wo ich dann letztendlich hingehen werde.